Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Chaos auf Deponia. Ja, ich habe schon wieder ein bisschen nach der Zeit vernachlässigt und ich habe irgendwie sogar null Ahnung, wo ich dran war. Aber ich glaube, wir mussten jetzt hier in den Shop rein, weil wir ja für Goldie das Setten gebucht haben. Jetzt weiß ich wieder, wo wir dran waren. Ich würde sagen, gehen wir nochmal rein. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich. Wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig, dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Also ganz nebenbei, ich finde hier diesen Typen so genial. Alter, sieht der verzweifelt aus. Ah, ich nehme natürlich Platinum Proof. Professionelle Qualität ist mir wichtig. Ein Lolli von so billigen Werbegeschenken, lasse ich mich doch nicht ködern. Da hör mal, das geht hier ums Bewusstsein meiner großen Liebe. Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Oh, ich hasse diesen Kerl. Kann es ja losgehen. Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? Na ja, klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gut aussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst, wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon. Aber mit dem Falschen. Cletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinen Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir übel. Ich muss hier raus. Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinander gebracht hast? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc. Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz.
Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Golds Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein, ja, so ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Genau, wie bei einer Fernbedienung. Cool. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von mir. Ich bereite hier schon einmal alles weitere vor. Na dann, auf geht's. Junge, hat hier wieder ein Chaos angestellt. Na gut, schauen wir mal, was wir hier noch so arbeitlich mitnehmen können. Ein Schraubenzieher kann man immer gebrauchen. Was haben wir dann hier? Eine Schublade. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Ja, wir wollen davon keinen Spaß haben. Was ist denn in der Tiefkühltruhe? Nichts. Was ist es? Was haben wir da noch? Ein Schalter. Hat der da... Ah, da ist jetzt Eis drin. Okay, können wir nichts machen, aber gut, gehen wir mal zurück und suchen wir mal Goal. Können nebenbei mal hier die Gegend erkunden. Kommen wir da hin? Jemand zu Hause? Oh, ich sehe jetzt erst die Harpune. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gesagt, ich verleihe nichts an Nachbarn. Dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn statt nicht Blausäure. Was? Was zum... Wer bist du denn? Ich hätte gerne ein Messer. Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge? Kannst du beides haben. Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für Nerven der Hausierer. Holla, die Waldfee. Ach, sie ist so romantisch. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst, sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Ja, ich gehe dann mal ganz schnell wieder. Wehe, du gehst mir nochmal auf die Nerven. Ich würde sagen, das ignorieren wir mal ganz schnell und gehen weiter. Junge. Oh, eine Antenne. Die schnappen wir jetzt mal. Ich meine, wir brauchen hier sozusagen eine Antenne. Ich meine, das ist ja schon... Upsi, warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Naja, so wie du rumgezogen hast. Was haben wir noch so? Oh, da kann man noch reingehen, oder wie? Hey du, was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha, wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Hey, ja. Von wegen. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Okay. Hier laufen echt freundlich... Nein, bitte nicht. Ich spreche mal ganz kurz die Aufnahme ab. Ich will hoffen, dass die Aufnahme jetzt nicht kaputt ist. Okay, alles gut gegangen.
Gott, ich hasse das manchmal mit dem zweiten Bildschirm. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Na gut. Gehen wir mal weiter. Oh, Gondoliero. Ein Mann der Liebe, Italiener. Was sind das für Noten? Was sind das für Noten? La musica si fa volare. Er ist eine Canzone, molto romantica. La 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 la. Calzone. Prego. Das habe ich aber auch rausgehört. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunatamente, aber leider, leider. Ich habe nur uno singolo spazzito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Warte, das hatten wir doch gerade. Musst du wirklich andauernd singen durch die Kanäle rudern? Musst du wirklich andauernd singen durch die Kanäle rudern? Cantare, ma si, ich muss machen, um zu verscheuchen, wie sagt man? Langeweile. Ratten. Ja, das macht mehr Sinn. Coole Gondel. Coole Gondel. Si, si. Ist Cabrio molto comfortable, con tutto extra speciale. Mit allen Extras? Was für Extras? Airbag. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Oh, no, apprensione. Keine Sorge. Mit einer fröhlichen Kanzone auf die Lippen, alles wird werden wieder Pene. Gar nichts wird Pene. Der ganze Planet wird in die Luft fliegen. Dann, ich werde singen. Finalora. La la la. Au Backe. Hoffentlich kommen die langsam in die Hufe mit ihrer Sprengung. Na ah, gut. Arrivederci. Arrivederci. Was für ein Ding? Ach, nichts. Alter, ich hab das so gelitten. Stoßstange? Stranzo, bist du Mando? Er macht gut mein neuer Sacco di Aria. Ja, ich muss uns in den Tank auf hier zu holen, die Ersatz. Das war lustig. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir bewirkt haben, aber gehen wir mal hier rein. Aber Alter, ihr habt doch so gelitten. Goal. Ich würde sagen, dann... Oh, da ist der Bozo. Ach, wir sind in der Spelunke. Hallo, Bozo. Hallo, Bozo, alter Pirat. Das hatten wir doch schon, Rufus. Ich bin kein Pirat. Ich bin lediglich ein Schrotthändler mit einem eigenen Kutter. Genau. Und den Papagei hast du nur zufällig auf der Schulter. Ich habe keinen Papagei, Rufus. Und ich hatte auch nie einen. Ach ja? Und wen habe ich dann mit Regenwürmern gefüttert, als du geschlafen hast? Du bist schon ein seltsamer Vogel. Ein Adler. Sag mal, Rufus, wolltest du eigentlich über was Bestimmtes sprechen? Bestimmt. Worauf wartest du dann noch? Auf die Multiple-Choice-Box. Moment mal. Würmer? Psst, da kommt sie. Oh Gott, habt ihr einen an der Waffel, Leute. Habe ich etwa die ganze Überfahrt verschlafen? Wie ein Schnabeltier. Nur, dass du im Schlaf gemurmelt hast. Ich habe von meinen nächsten großen Abenteuern geträumt. Haben die irgendwas mit Ballett zu tun, Schnutzipu? Oh, eine wundervolle Anspielung an den ersten Deponia-Teil. Na, ich liebe sie dafür. Irgendwas ist bei der Operation schiefgelaufen. Meinst du? Für mich sieht sie ganz fit aus. Körperlich ist bei ihr auch alles bestens. So, boom, tschakka, tschakka, boom, yeah. Aber ihr Oberstübchen ist mehr so... Verstehst du? Gewisse Leute hier haben Probleme mit ihrem Oberstübchen. Das verstehe ich. Ja. Ihr Bewusstsein wurde in drei Teile gespalten. Jetzt muss ich jede einzelne von den dreien überzeugen, für einen weiteren Eingriff zurück ins Labor zu kommen. Deine Freundin gibt es jetzt dreimal? Übernimm dich mal nicht. Eine Frau zu handeln ist ja schon schwer genug, aber gleich drei? Ich schaff das schon. Wie ist der Grog hier so? Das ist Pfefferminztee. Ach, erzähl mir doch nichts. Piraten trinken Grog, das weiß doch jeder. Aber ich... Hör mal,
Ich habe mit Doc gesprochen. Er sagt, deine verschobene Wahrnehmung könnte auf eine schwere Kopfverletzung hinweisen. Die Narbe an deinem Auge könnte auf eine abenteuerliche Seeschlacht hinweisen. Im Ernst, bist du irgendwann mal auf den Kopf gefallen? Ich meine, vor den beiden Malen, seit wir uns kennen. Einmal? Die Alpha, lifte die Segel! Ein lieber Butzemann. Naja, was interessiert es mich? Solange du nicht vergisst, dass du die Überfahrt noch bezahlen musst. Ja, und ne Bödel voll rum. Ach. Ist ja sehr interessant, dass auch hier Butze mitgespielt hat bei Deponia. Er hat ja so gar nicht so erzählt damals bei Aoichi und so. Naja, naja. Ja. Bis später. Bis später. Verlauf dich nicht. Ich nehme noch die Zuckerdose mit, ne? So, ich würde aber grundlegend sagen, wir schauen dann in der nächsten Folge mal weiter, was hier so noch so rumläuft und was hier für gezockt ist und was mit Goal eigentlich los ist. Ich würde sagen, wenn ihr euch diese Folge gefallen habt, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder da ist. Chaos auf Deponia. Bis dahin. Tschüss.